Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu The Long Dark und Wintermute. Wir sollen hier Hirsche jagen, wir brauchen dann insgesamt 10 Kilo von dem Fleisch. Und ich würde mal schauen, Aktion, ob wir hier Näheres wissen, wie man jagt, ob es dann einen Tipp gibt, wie man das am besten macht. Gewehr. Aber hier für die Jagd steht jetzt nicht wirklich was dabei. Vielleicht beim Ducken. Man kann sich dann halt heranschleichen. Also wahrscheinlich wäre das ganz nützlich, sich an die Hirsche anzuschleichen. So, wo haben wir denn den Kandidaten? Da. Also dann ducke ich mich, dann laufen wir langsam. Vielleicht kann ich doch noch ein kleines Stück näher ran. Na, jetzt habe ich ihn schon aufgeschreckt. Und den auch. Dann müssen wir wirklich die Geduld mitbringen wahrscheinlich. Und das Ganze so hier machen. Aber 7 Schuss ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich weiß halt nicht, wie nah ich rangehen muss, wirklich. Um das Tier dann auch sicher treffen zu können. Und es dann zu erlegen, ne? Das kommt ja dazu. Ich weiß halt nicht, ob der vielleicht mehrere Schuss braucht. Kann ich hier einbrechen? Ich hoffe nicht. Okay. Das hat auch ganz gut geklappt. Nicht wahr? Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das so gut funktioniert. So, dann schauen wir mal, wie viel Fleisch wir von dem bekommen. 9 Kilo könnte ich von dem bekommen. Das ist ja schon fast alles. So viel kann ich gar nicht tragen. Hm? Dauert 2 Stunden 16, das auszunehmen. Wahrscheinlich muss ich hier mehrmals wiederkommen. Deswegen mache ich mal 5,1. Und bringe vielleicht erstmal die 5 Kilo zurück. Jetzt habe ich nämlich auch so eine Duftwolke, das eigentlich nicht so gut ist. Aber ja, kann ich verstehen, dass du da dich beschwerst. Wir sind halt wirklich überladen. Ziemlicher Müsli-Riegel. Gut, also dann gehen wir hier erst einmal wieder zu Jeremiah und bringen den ersten Teil zurück. Und dann kommen wir halt nochmal zurück hierher. Dann müssen wir das halt etappenweise machen, weil mit 10 Kilo Fleisch kann ich natürlich nicht dann hier unterwegs sein. Ich würde dann hier auch gleich mal wieder wechseln auf die Signalpistole. Da drüben liegt auch was, hätte ich gesagt. Seht ihr das da gerade durch die Bäume? Sieht auch aus, als wäre da ein Kadaver. Ich glaube, Jeremiah ist es dann egal, woher ich das Fleisch bekomme. Ah nein, es ist bloß ein Stein. Haben sie mich aber wieder verarscht. Schleppen wir uns hier diesen Berg hinauf. Also ihr habt gesehen, wie man die Jagd macht. Das ist offensichtlich gar nicht so schwierig. Einfach in die Hocke gehen und dann langsam sich zu dem Tier ranschleichen. Und dann bleibt es, wenn man Glück hat, auch mal stehen. Und man muss einfach nur in Ruhe zielen.
So, und da ist die Hütte. Haben wir also auch den Weg hier wieder zurückgefunden diesmal. Ist auch nicht ganz so schwierig, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt wird es auch wieder neblig, wie passend, ne? Oder unpassend, je nachdem. So, und dann legen wir ihm das doch gleich mal hier in diesen Behälter. Das müsste ja der sein, den wir benutzen sollen dafür. So. Müsst ihr ja gemerkt haben, genau, 5,1 Kilo, das ist gut. Es wäre schön, wenn Jeremiah uns auch mit Essen versorgen könnte, ne? So ein bisschen. Wir können ja vielleicht mal hier reingehen und gucken, ob da noch ein Feuerchen brennt. Wenn wir einmal hier sind, sollte das doch nicht das Problem sein. Ich glaube, das Feuer brennt auch immer 4 Stunden. Da können wir uns auch die Tomatensuppe noch garen. Gibt es was Warmes noch zu essen? Nach einer anstrengenden Jagd kann man das schon mal machen. Füllt auch Flüssigkeit auf. Das ist gut. Da wärmen wir uns gleichzeitig auch. So, dann kann ich auch noch mal 1 Liter Schnee machen, einfach, weil wir halt auch durstig sind, ne? Also das Feuer hier geht nie aus, das ist praktisch. Das ist doch praktisch. So, okay. Ein bisschen ausruhen sollten wir uns vielleicht auch, bevor wir wieder zurückgehen. Ich würde mal sagen, 2 Stunden Schlaf sollten dabei aber ausreichen. So, und dann können wir doch wieder weiterziehen und den Rest des Fleisches besorgen. So, und je frischer so ein Kadaver ist, desto mehr Fleisch kann man halt rausholen. Also wenn man es frisch schießt, erlegt, habt ihr ja gesehen, kann man 9 Kilo Fleisch in etwa bekommen. Und normalerweise, wenn man halt einen Kadaver in der freien Wildnis findet, ist das wesentlich weniger, weil der halt meistens schon ein bisschen mehr gefroren ist. Und logischerweise ist es dann schwieriger, da das Fleisch herauszuholen. Solange die Sicht gut ist, können wir hier auch rennen ein bisschen, dass wir nicht so lange unterwegs sind. Mal wieder gucken, dass da nicht der Bär, der böse Bär, irgendwo rumspringt und uns gefährlich werden könnte. Da gehe ich halt immer noch davon aus, dass das früher oder später mal wieder passieren wird. Also einmal hatten wir ja schon einen Bären gesehen. Das muss nicht unbedingt nochmal sein. So, dann glaube ich, müsste hier jetzt wieder dieser Teich sein. Genau. Dann rüsten wir uns schon mal unser Gewehr wieder aus. Nachgeladen müsste es sein. So, dann können wir doch mal gucken, den Hirsch da drüben vielleicht. Müssen uns noch wieder rechtzeitig ducken. Vielleicht noch ein kleines Stück näher ran. So, und dann versuchen wir es mal. Ganz ruhig, leise. Der kommt uns genau entgegen, das ist doch gut. Dann würde ich jetzt auch gleich stehen bleiben.
Und da haben wir es doch wieder geschafft. Mensch, wir haben es doch voll drauf. Na? Hauptsache, wir brechen jetzt hier nicht auf dem See ein. Das wäre doof. So, und hier kriegen wir 8, 8. Könnte man hier rauskriegen. Aber wir brauchen ja bloß noch 5. Ich könnte ein Pferd essen. Naja, nee, muss vielleicht nicht sein. So. Durstig. Da können wir was dagegen tun. Und dann essen wir hier halt noch diesen kleinen Schokoriegel. Der hat nicht so viel gebracht, deswegen essen wir noch das Trockenfleisch. Das bringt halt auch nicht wirklich viel, aber vielleicht belohnt uns ja Jeremiah mit Abschluss dieser Aufgabe. Vielleicht sogar mit etwas gekochtem Rehfleisch. Das wäre doch toll. Na gut, ein Kaninchen will ich jetzt eigentlich nicht erschießen. Ich hoffe einfach mal, dass wir dann von dem Rehfleisch auch was abbekommen und dass Jeremiah da nicht das alles für sich behalten möchte. Weil man mit 10 Kilo kann er ja schon eine Großfamilie ernähren. Der soll dann mal nicht so eigensinnig sein. Aber wir lassen uns da überraschen. Ich denke mal, das wird schon alles so passen. So, hier müssten wir nochmal über den Berg drüber und dann sind wir auch schon wieder da, glaube ich. Ja, die Jagd war anstrengend. Da kann man auch mal müde werden. Und hungrig, aber gut. Will es ja irgendwie permanent hungrig. Habe ich so das Gefühl. Und dann legen wir das hier auch noch ab. Dann schauen wir mal nach. Wahrscheinlich müssen wir wieder mit Jeremiah reden. Überlebenstraining. Schauen wir mal nach, was er uns jetzt vielleicht berichtet. Berichtet nichts, dann sprechen wir einfach mal mit ihm. Drückt dich etwas. Ach so, hier könnte man also auch ihm so wieder ihm Sachen geben, mit denen man Vertrauen aufbauen kann. Stoff. Und dann kriegt er halt hier meinen ganzen Stoff. Bringt halt 3 Vertrauen pro Stück. Okay. Rätselsee, kannst du mir etwas über diese Umgebung erzählen? Was willst du wissen? Ich glaube, dass meine Überlebenschancen steigen, wenn ich mich hier etwas auskenne. Wenn du glaubst, dass eine Geschichtsstunde dir hier weiterhilft, dann nur zu. Okay. Ah ja, hier. Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Dir bleibt nichts anderes übrig, Kumpel. Ich bin auch ohne dich weit gekommen, Pelzjäger. Aber nicht mit einem blutdurstigen Bären im Nacken.
Vertrau mir, Mackenzie. Willst du wirklich deine Freundin finden? Hier findest du in allen Richtungen nur Wildnis, soweit das Auge reicht. Du überlebst niemals. Ich höre. Ich werde dir beibringen, was du wissen musst. Und dann? Dann wirst du etwas für mich tun. Den Bären töten? Ich glaube, das Gespräch hat man hier schon mal, ne? Also das hat man. Dann geht es hier über die einzelnen Lessons, also die Trainingseinheiten sozusagen. Lass uns ein wenig über Überlebensfertigkeiten sprechen. Welche wirst du dir aneignen? Also das Jagen haben wir ja gemacht, ne? Ja, und dann sagt er hier, allerdings auf Englisch, er glaubt, dass wir genug Rehe für einen Tag erledigt haben. Das hast du sozusagen durch. Ja, dann können wir uns jetzt aussuchen. Nutzpflanzen gibt es da noch. Angeln und Kleidung. Was machen wir denn als nächstes? Gehen wir angeln, hm? Angeln. Haben wir dafür wirklich Zeit? Du wirst nicht immer die Möglichkeit haben zu jagen. Da musst du mehr als einen Weg kennen, dich zu versorgen. Eiweiß ist im Winter Mangelware. Angeln kann einen nichtsnutzigen Piloten wie dich da draußen vor dem Tod bewahren. Du bist ein echter Süßholzraspler. Geh zum Lagerbüro am Ufer des Rätselsees. Dort findest du Gerätschaften zum Eisfischen. Am See gibt es mehrere Hütten. Bring ein paar Fische mit, damit ich mir sicher sein kann, dass du zumindest nicht vor Hunger stirbst. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dir nur genug Essen für den Winter beschaffen soll. Dein Gefühl trügt dich nicht. Schau mich an, Mackenzie. Der alte Bär hat mich ganz schön erwischt. In dieser Saison kann ich das Jagen oder Fallenstellen vergessen. Und wenn ich dir etwas beibringe und wir dadurch beide überleben, schadet das doch nicht, oder? Möchtest du es versuchen? Ja. Ich bin bald mit den Fischen zurück. Ich kann ihn schon riechen. Gut. Na dann. Was ich mich jetzt frage, also das Jagen war ja abgeschlossen. Was passiert, wenn ich jetzt aus dem Container mir ein Stück Fleisch wieder nehme und das unter 10 Kilo fällt? Zählt das dann nicht mehr als abgeschlossen? Weil theoretisch, ne, wir brauchen Nahrung. Kann ich das gar nicht wegnehmen? Das ist ja doof. Echt jetzt? Also der gibt mir nicht die Option, das rauszunehmen. Das heißt, wo kriege ich denn da Nahrung her? Also wir hatten natürlich in dieser Hütte im Lagerbüro, das war ja hier, haben wir ja auch Sachen gelagert. Also wir haben ja einfach da hingehen und uns dort versorgen müssen, denke ich mal. Dann gibt es da auf jeden Fall Nahrung. Also da bin ich mir sicher, dass wir da Sachen aufbewahrt hatten. Das müsste also auch unkompliziert funktionieren. Also machen wir uns dahin auf den Weg. Machen wir halt ganz schnell. Vielleicht schaffen wir das auch noch hier in der Folge, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Warum ist er denn jetzt hier so überladen? Naja, wahrscheinlich, weil wir müde sind und hungrig. Das würde es erklären. Aber gut, wie gesagt, ich möchte dann einfach ganz schnell da hinkommen. Da können wir dann auch in Ruhe uns ausruhen, versorgen. Weil das nützt uns nichts, wenn wir bei Jeremiah in der Hütte bleiben. Da können wir die Sachen wahrscheinlich gar nicht nehmen, die da rumliegen. Weil die halt rot markiert sind, das zählt dann wahrscheinlich als Diebstahl. Und das wäre nicht gut für das Vertrauensverhältnis. Ja, wir sind ja schon dabei. Ein kleines bisschen musst du dich noch gedulden, Will. Willy. Denn dahin teleportieren können wir uns nicht. Und wie immer heißt es, Augen auf. Nicht, dass hier irgendwo noch was lauert.
Und ganz praktischerweise haben wir hier mal wieder Gegenwind. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt bei diesem toten Holz auch links lang gehen könnte. Ah, eigentlich ist der direkte Weg schon rechts entlang. So gerade durch, mehr oder weniger. Ich höre was. Magnesiumfackel hätte ich eigentlich gerne ausgerüstet. Schnell, 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 schnell. So. Und jetzt müsste der uns eigentlich in Ruhe lassen. Also ich hätte es auch mit der Signalpistole machen können. Allerdings will ich die mir halt aufbewahren für eventuelle Bärenbegegnungen. Ja, das hätte ich dir auch sagen können, Will. Bist ein ganz schlauer. Sprinten wieder ein bisschen. Ja, wir sind doch schon dabei. Sei doch nicht so ungeduldig, mein Gott. Schneller geht's halt nicht, merkst du doch selber. Hm. Sozusagen genau in die Arme gerannt. Mal sehen, ob er uns jetzt hier noch verfolgt. Wahrscheinlich würde er das tun. Mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Ruhe und mach Platz für wie Sitz. Ich spiele jetzt nicht mit dir. Nein. Fifi, geh weg. Naja, alles ist gut. Wir sind da im Lagerbüro. Und das heißt, wir können uns für heute verabschieden. Also, dann sage ich erstmal für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.